In diesem Video erkläre ich euch die Programmierung der Pico. Von der Werkseinstellung her ist die Pico dreistufig eingestellt, ihr könnt aber auch ganz einfach auf einen vierstufigen Modus oder auf einen zweistufigen Modus wechseln. Zwar haltet ihr den Taster einfach lang gedrückt, wenn sie jetzt einmal blinkt, wäre sie zweistufig. Ich warte jetzt aber, bis sie das dritte Mal geblinkt hat, jetzt habe ich sie auf vierstufig eingestellt. Es gibt auch noch weitere Modi, zum Beispiel auch einen SOS-Modus. Weitere Details dazu findet ihr in eurer Gebrauchsanleitung, da ist ein Programmierschema drin.